Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge OB Let's Do. Und zwar habe ich heute ein Q&A für euch. Ihr habt nämlich richtig viele Fragen auf Instagram gestellt, nämlich zum Thema Tampons, Periode und Intimbereich. Und ich habe die hier alle auf meinem Handy. Und jetzt werden wir uns die mal genauer angucken. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Erste Frage. Woran merkt man, dass man seine Tage bekommt, außer an den Schmerzen? Also als allererstes kann ich euch beruhigen hoffentlich. Es ist nicht so, dass jedes Mädchen gleich Schmerzen bekommt, nur weil sie ihre Tage hat. Es gibt halt auch Mädchen, die haben überhaupt keine Schmerzen. Natürlich gibt es auch welche, die haben stärkere Schmerzen und auch so ziemlich alles dazwischen, also so leichte Bauchkrämpfe oder so. Aber nur weil ihr eure Tage bekommt, heißt das nicht automatisch, dass ihr voll die Bauchschmerzen bekommt oder überhaupt Schmerzen. Da braucht ihr echt keine Angst zu haben. Es ist ja auch bei richtig vielen Mädchen so, dass sie sich dann anfangen, Sorgen zu machen, dass sie halt von der ersten Periode überrascht werden, wenn sie am besten auch noch irgendwie so in der Öffentlichkeit sind oder in der Schule. Und das ist ja so das bekannte Horrorszenario, so man steht auf und die ganze Klasse guckt auf deinen Hintern und der ist knallrot. Aber da braucht ihr euch halt auch keine Sorgen zu machen, weil erstens, wenn die Tage einsetzen, befindet man sich ja in der Pubertät und da bekommt man halt nicht nur seine Tage als körperliche Veränderung, sondern generell verändert sich der Körper. Also so die Figur wird halt weiblicher, man bekommt mehr Hüfte und die Taille entwickelt sich und die Haare fangen an zu wachsen, die Brust fängt an zu wachsen bei Mädchen. Und man kann auch sagen, dass so ungefähr ein Jahr, bevor man halt die Tage bekommt, so ein weißlicher Ausfluss bei Mädchen anfängt, also der halt aus der Scheide rauskommt. Den könnt ihr auch super mit Slip-Einlagen auffangen und die geben auch so ein bisschen Schutz, halt wenn die ersten Tage dann einsetzen sollten. Die sind nochmal zu unterscheiden von Binden und von Tampons. Die muss man dann nämlich benutzen, wenn man wirklich seine Tage bekommen hat. Aber wenn euch da nochmal der genaue Unterschied interessiert, dann schaut einfach auch in der Infobox vorbei. Da werde ich euch eine Folge verlinken. Da habe ich halt alles nochmal ganz genau erklärt und die Unterschiede. Auf jeden Fall Slip-Einlage könnt ihr halt so zwischen den Tagen tragen oder vor den Tagen und Tampons und Binden während eurer Periode. Nächste Frage. Darf man gleichzeitig eine Binde und einen Tampon tragen? Also, ihr dürft natürlich, es passiert nichts, wenn ihr das macht, aber die Frage ist halt, ob das nicht ein bisschen Verschwendung ist und halt sinnlos, weil das eine macht halt denselben Job wie das andere, nur halt eben anders. Und ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen, wie wenn ihr euch in den Finger schneidet und ein Pflaster draufklebt, dann braucht ihr auch nicht nochmal zusätzlich ein zweites Pflaster, das eine genügt ja schon. Der Unterschied ist halt einfach, die Binde saugt das Blut außerhalb des Körpers auf. Also ihr habt es ja in einem Slip reingeklebt, da gibt es auch nochmal eine ganze Folge, da erkläre ich euch das genauer, schaut in der Infobox vorbei. Aber das Blut fließt halt raus aus der Scheide, wird in eurer Unterhose, in der Binde aufgesaugt. Und beim Tampon ist es so, dass dieser Schritt vom Blutaufsaugen halt einfach schon vorher passiert, nämlich in der Scheide drin. Also das Blut fließt erst gar nicht raus. Das heißt, wenn ihr jetzt halt eine Binde benutzt und die auch zusätzlich noch in eurem Slip drin ist, habt ihr eigentlich keine Aufgabe zu erfüllen. Und falls ihr irgendwie merkt, so mein Tampon saugt sich total schnell voll, dann könnt ihr natürlich auch in der Größe eures Tampons variieren. Es gibt nämlich verschiedene für die leichten Tage, für mittlere und auch für stärkere. Am Ende des Tages, ihr entscheidet wie immer, was ihr halt mit eurem Körper machen wollt, also auch welche Variante euch besser gefällt. Ihr braucht nicht beides, aber ihr könnt beides benutzen, nur eines reicht halt eigentlich aus. Okay, nächste Frage. Ich bin zu OB gewechselt und habe auch die kleinste Größe genommen, tut aber trotzdem weh. Ich verstehe nicht, was ich falsch mache. Also, erst einmal, ich glaube, es ist halt einfach wie mit allem im Leben. Übung macht den Meister. Deswegen, falls das bei euch vorkommt, macht euch bitte nicht zu viele Sorgen. Ich wette, das bekommt ihr mit etwas Übung auf jeden Fall hin. Es gibt auch so ein paar Tipps, an die man sich halt halten kann. Und zwar, ja, wir können das eigentlich mal alles so durchgehen. Erstens, ihr solltet euch halt natürlich, bevor ihr den Tampon einführt, halt die Hände waschen, damit es schön hygienisch bleibt. Und dann macht es nicht zu irgendeinem Zeitpunkt, wo ihr total gestresst seid, in der 5-Minuten-Pause auf dem Schulklo oder so, sondern schön zu Hause, wo ihr Zeit habt, euch nicht stresst. Und dann findet erst einmal eine Position, die für euch halt bequem ist. Also entweder im Sitzen oder stehend, mit einem Fuß vielleicht auf dem Badewannenrand. Und dann packt ihr den Tampon aus und fangt an, ihn halt leicht einzuführen. Davor solltet ihr auf jeden Fall eure Schamlippen so ein kleines bisschen nach außen ziehen, damit es halt besser reinkommt. Dann führt ihr den Tampon leicht nach oben und dann leicht nach hinten ein
Und am Ende sollte der Tampon im mittleren Scheidenbereich sitzen. Und da solltet ihr ihn gar nicht mehr spüren. Das heißt, wenn ihr noch merkt, da ist irgendwas da, da tut was weh, dann müsst ihr den auf jeden Fall nochmal ein bisschen verschieben, vielleicht nochmal ein bisschen weiter einführen. Und am Ende solltet ihr ihn wirklich gar nicht merken. Also wirklich überhaupt keine Schmerzen haben. Ihr merkt praktisch nicht, dass der da ist. Also das Wichtigste, setzt euch einfach nicht unter Druck, lasst euch Zeit, ihr habt ja wirklich alle Zeit der Welt. Macht das einfach an einem Ort, an dem ihr euch auch wohlfühlt und dann wird es bestimmt schon hinhauen. Nächste Frage. Ich habe bei meiner Blutung einen Tampon verwendet, aber am Ende, wo es nur noch so Tropfen sind, kann man doch keine Tampons mehr benutzen, oder? Das wäre doch viel zu trocken. Also eigentlich ist es so, das Problem mit dieser Trockenheit löst sich von alleine, wenn ihr eure Tage habt. Wenn es bei euch aber doch so ein bisschen trockener sein sollte und ihr irgendwie auf die Idee kommt, irgendwelche Gleitmittel zu benutzen oder Cremes, lasst es auf jeden Fall bleiben. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Und was ihr auch nicht machen solltet, ist euren Tampon irgendwie vorher ein bisschen anzufeuchten, bevor ihr ihn einführt, weil dadurch natürlich der Tampon sich so vollsaugt und das wollt ihr vermeiden. Was ihr machen könnt, wenn ihr mit dem Produkt, das ihr gerade benutzt, nicht ganz so zufrieden seid, ist auf jeden Fall immer die kleinstmögliche Tampongröße zu verwenden oder auch die mit der Silk-Touch-Oberfläche. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar, was kann man gegen richtig schlimme Schmerzen im Unterricht tun, weil man kann ja nicht einfach aufstehen und sich bewegen. Logisch, ne? Wenn ihr jetzt auf einmal eure Tage bekommt, ihr habt irgendwie Bauchkrämpfe, könnt ihr nicht einfach aufstehen mitten im Englischunterricht und sagen, hey, ich muss mich jetzt bewegen, ich habe meine Tage. Kommt vielleicht ein bisschen komisch. Also natürlich, manche Mädchen haben wirklich starke Schmerzen während ihrer Periode. Wenn es wirklich ganz, ganz stark ist, dann könnt ihr halt immer noch zum Frauenarzt gehen. Aber wenn es nicht ganz so krass schlimm ist, dann gibt es auch einige Sachen, die ihr mit in die Schule nehmen könnt, um halt die Schmerzen ein bisschen zu lindern. Erstens, auf jeden Fall Wasser. Also nehmt euch 1-2 Flaschen Wasser mit, weil Hydration ist immer gut. Außerdem, ihr könnt viel Obst mit Magnesium essen, also zum Beispiel sowas wie Bananen, Kiwis, Ananas, die enthalten das alle, das ist auch krampflösend. Außerdem könnt ihr auf Koffein und Zucker verzichten, das kann nämlich die Schmerzen auch ein bisschen verschlechtern. Und was ihr euch übrigens auch noch besorgen könnt, sind so Wärmepflaster, die gibt es in der Drogerie und die klebt man dann hier einfach auf den Unterleib. Die geben dann ein bisschen Wärme ab, sind halt natürlich nicht so auffällig wie Wärmflaschen. Da müsst ihr nicht so eine Riesenflasche mit in die Schule nehmen, sondern habt das halt einfach hier am Bauch und hoffentlich lindert das dann auch ein bisschen eure Schmerzen. Diese Tipps gelten natürlich nur, wenn ihr halt nicht richtig, richtig, richtig krasse Schmerzen habt, die ihr wirklich immer wieder habt. Also jedes Mal, wenn ihr eure Tage habt, habt ihr diese Schmerzen. Weil dann solltet ihr eigentlich echt zum Frauenarzt gehen. Das ist der fachliche Rat sozusagen, den ihr euch einholen könnt. Und ich hoffe sehr, dass ich den anderen von euch mit den Tipps weiterhelfen konnte. So Leute, vielen, vielen Dank für eure ganzen offenen Fragen. Ich habe auch noch weitere Episoden zu solchen Themen gedreht. Also schaut einfach in der Infobox vorbei, falls ihr noch mehr Videos sehen wollt. Und vergesst natürlich nicht, den Channel zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao!